So Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit, Junge, diese Haare. So, heute mal auf jeden Fall mit schlechten Neuigkeiten. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen. Ich hatte einen Unfall mit meinem E90, mit meinem 3er BMW, den ihr alle erkennt auf diesem Kanal. Und ja, es war ein mieser Unfall. Ein unnötiger Unfall, sorry, kein mieser. Ja, blöder Unfall, eigentlich ein stinknormaler, typischer Auffahrunfall. Ja, ich kann mich jetzt hier rausreden und dies und das irgendwelche Ausreden nennen, bla 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 bla. Im Endeffekt, ich war schuld. So, aber ganz kurz zur Situation. Ich bin auf der Stadtautobahn gefahren und es war Stau. So typische Stau-Uhrzeit, halt 16 Uhr sowas, Feierabendzeit. Und ja, vor mir hat sich's gestaut einfach. Ich war auf meiner Spur. Und nur auf unserer Spur war quasi der Stau, weil die ging Richtung Autobahn und auf der rechten Spur ging irgendwie in eine andere Richtung, keine Ahnung, und da war gar kein Stau. So. Und ja, wir stehen alle im Stau und so, ganz normal. Und von rechts sieht man auf einmal irgend so ein, ich glaube ein C43 ballert von rechts. Komplett schnell an allen vorbei. Während wir gerade beginnen loszufahren, quasi erster Gang, ne, ihr wisst Schrittgeschwindigkeit, wenn man so im Stau unterwegs ist. Und ballert von rechts komplett vorbei und reiht sich an dem Auto vor mir, was vor mir gefahren ist, ein. Er, das Auto vor mir, komplette Vollbremsung gemacht. Ich natürlich zu wenig Abstand gehabt nach vorne hin. Und war auch irgendwie gerade dabei, meine Wasserflasche zu öffnen und zu trinken. Und ja, bin dann nicht mehr zum Stehen gekommen quasi. Ich bin voll reingetreten, aber es ging sich leider nicht aus. Und ja, da habe ich ihn dann von hinten geküsst. Ja, Freunde, jetzt schaut der Wagen ja dementsprechend aus. Ich zeige ihn euch jetzt mal auch. So sieht der Wagen aktuell aus. Es ist gar nicht so schlimm. Ja, naja, Stoßstange ist halt gut gebrochen hier. Sieht man das ganz gut. Bin auch gestern Autobahn geballert. Deshalb ja, gut fliegen mitgenommen. Aber man sieht es hier hinterm Kennzeichen auch. Das Kennzeichen ist ordentlich demoliert, also da brauche ich auf jeden Fall ein neues. Sonst sitze ich hier ja komplett gebrochen einmal. Hier auch, ja, da ein bisschen. Aber ja, was willst du machen? So ist das halt. Das ist der Schaden auf jeden Fall. Fuckt auf jeden Fall gut ab, weil ich vor einem Monat gerade noch die Flaps draufgegeben habe. Aber ja, ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Ja, entweder ich suche eine neue Frontstoßstange quasi in der Farbe. Wäre natürlich ideal, wenn ich eine in Saphir schwarz finden würde. Aber ja, ich habe schon überall geschaut, auch in Deutschland, eBay Kleinanzeigen, Willhaben durchgeschaut. Nichts gefunden. Ja, deshalb irgendwie kritisch. Auch egal, ob in meiner Farbe, allgemein gar keine Stoßstange gefunden. Weil ja, die meisten sind entweder mit PDC vorne. Ja, da könnte ich jetzt welche reinhauen, aber also Sensoren könnte ich dann reinhauen. So auf einfach nur, ihr wisst, die Optik mäßig. Aber ich habe ja eigentlich kein PDC vorne. Könnte ich reinhauen, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich keinen Bock drauf, weil ja, dann schaut es so aus, ob ich PDC vorne hätte, obwohl ich keins habe. Ja, ein bisschen Bastlerei so. Deshalb fühle ich das nicht so sehr. Aber wenn ich einen schwarz finden würde, würde ich es trotzdem nehmen. Aber wie gesagt, gibt es eh keine. Und sonst, ja, Freunde, ich habe tatsächlich aber eigentlich schon eine gefunden gehabt. Hier in Wien gleich, weil ich kenne so einen BMW-Teilehändler quasi. Den habe ich dann direkt angeschrieben, ja, ist vielleicht eine Frontstoßstange für eine 90 Facelift. Und er hat gemeint, ja, er hat komplettes M-Paket da und so. Und hat gesagt, er würde mir aber auch nur die Frontstoßstange verkaufen, sogar in meiner Farbe. Und ich wollte die eigentlich sogar morgen kaufen fahren. So, ich habe schon mit ihm ausgemacht, dass ich fix vorbeikomme und so und die mitnehme. Weil vom Zuschneiden war sie auch nicht so gut. Aber ich habe mir gedacht, egal, ich kaufe sie und lasse sie einfach lackieren. Und dann passt das schon. Aber jetzt gerade vorhin hocke ich noch zu Hause, schaue mir nochmal die Bilder an. Und dann fällt mir einfach auf, dass die Stoßstange von einem Fahrzeug ist ohne Xenonscheinwerfer, also mit Halogenscheinwerfern. Und ihr wisst ja, dass die Xenonscheinwerfer die da haben, die Scheinwerferreinigung, und die Halogenscheinwerfer haben die eben nicht. So, und dann natürlich sitze ich gerade vorhin zu Hause und denke mir, super Junge, einfach Meier gegangen. Halt wirklich, ich dachte jetzt, ja, ich hole die Stoßstange einfach so, Original M-Paket passt, und lasse die einfach frisch lackieren und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, natürlich ging es nicht so einfach, war ja zu schön gewesen. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich drauf gekommen bin, weil der Typ hat gar nicht gefragt, was für ein Auto und so ich habe. Also ob mit Xenon oder ohne. Ich bin froh, dass ich drauf gekommen bin und nicht die Stoßstange schon gekauft habe und erst dann drauf gekommen bin, weil das wäre richtig bitter gewesen. Ja, deshalb hat sich der Deal auf jeden Fall auch erledigt. So, Junge, keine Stimme, was ist los? Ja, Freunde, was soll ich euch noch erzählen? Andere Option wäre natürlich reparieren lassen. Habe ich auch schon ein paar Angebote bekommen, die zu reparieren. Das Problem dabei nur ist, dass die meisten meinen, wir könnten entweder die Stoßstange komplett reparieren bzw. komplett abnehmen und neu lackieren
oder sie könnten auch nur einen Spot Repair machen, also nur die Stelle quasi, die demoliert ist, die beschädigt ist. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich machen. Es ist die einfachste Lösung und nicht zu viele Kopfschmerzen und so. Und ja, Freunde, natürlich wäre mir auch eine neue Frontschuhstange lieber gewesen. Aber was soll ich machen? Ja, ehrlich, Jungs, was soll ich tun? Es gibt keine Frontschuhstange. Es gibt auch keine in einer anderen Farbe. Die meisten sind alle beschädigt. Und ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keinen Bock, irgendwie 600 Euro für eine Originale oder was weiß ich wie viel auszugeben und die dann nochmal lackieren zu lassen. Boah, Junge, also ehrlich, da habe ich echt wenig Bock. Echt gar keinen Bock. Selbst wenig Bock, da habe ich gar keinen Bock. Da lasse ich lieber gleich die reparieren, als dass ich mir irgendeine kaufe in halbwegs gutem Zustand. Und die meisten sind sogar, wie gesagt, mit PDC vorne. Dann brauche ich wieder Sensoren, Junge, da habe ich wieder Kopfschmerzen, sein Vater. Dann, wenn ich den Wagen irgendwann verkaufen will, heißt es wieder, warum hat er vorne PDC-Sensoren, obwohl er kein PDC hat. Ihr seht es. Und dann hat er noch keine Flaps, das ist ja nochmal das Größere, dann muss ich nochmal Flaps kaufen. Ja, Freunde, also wie gesagt, wenn die von dem Bruder wirklich mit Xenon, also von Xenon, von dem Xenon-Fahrzeug wäre, so, dann hätte ich die safe geholt, aber ja, jetzt dadurch, dass es so gekommen ist, bleibt mir eigentlich nur mehr die Option zu reparieren. Alles andere ergibt für mich ehrlich gesagt keinen Sinn. Weil ja, ich könnte eine neue Grundierte quasi kaufen, also Nachbau von eBay oder so. Kostet aber auch 400 Euro und 400 Euro für einen Nachbau grundiert zu zahlen, so wofür, wenn man den Schaden auch reparieren kann. Ich würde es nur machen, wenn ich mir denken würde, okay, ich hätte dann eine Originale und frisch lackiert und passt und dies, das. So, aber jetzt soll ich einen Nachbau kaufen, wo ich dann wieder keine Ahnung habe, ob die Passgenauigkeit top ist. Das ist natürlich das nächste Problem, ist die Passgenauigkeit wirklich top? Keine Ahnung, ob die Passgenauigkeit top ist, die nochmal frisch lackieren. Oh, Junge. Und ja, da bin ich dann auch bei 600 Euro oder so. Wisst ihr, was ich meine? So lohnt sich einfach nicht. Da lasse ich doch lieber die reparieren und passt schon. Und wenn ich dann irgendwann eine finde quasi in meiner Farbe und ja, in meiner Farbe in gutem Zustand und natürlich auch mit der Ausstattung, die passt, also quasi mit Xenon und ohne PDC, dann kann man die ja immer noch wechseln. So, wobei, schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr das Schaden nicht so extrem? Ich finde, es geht sogar. Also so schlimm ist es gar nicht. Ich habe jetzt aber eigentlich eher weniger Bock, so rumzufahren. Weil ja, schaut einfach nicht so geil aus. Aber ja, Freunde, schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Was ihr machen würdet, würdet ihr eine neue Front kaufen? Würdet ihr weitersuchen? Könnte man auch tun. Ich könnte theoretisch auch einfach warten. Aber ehrlich gesagt habe ich nicht so Bock, so rumzufahren mit so einem Unfallauto. Ich weiß nicht, ist auch nicht so geil. Wisst ihr, was ich meine? So, weil das denken sich die ganzen Leute. Da fährt so ein Keck wie ich, so ein 3er BMW, kauft sich den Wagen, fährt den instand halten, bla bla, Tuning, kauft sich Felgen und dann hat er einen Unfall und dann, ja, und wegen ein paar hundert Euro lässt er das jetzt nicht reparieren. Wisst ihr, was ich meine? Ja, deshalb, dieses Bild will ich auch nicht vermitteln, so ihr wisst. Deshalb auf jeden Fall reparieren lassen, wahrscheinlich. Was anderes bleibt nicht übrig. Vielleicht hat ja einer von euch da draußen eine E90 Facelift, ganz wichtig, Frontstoßstange zu verkaufen. Auch wenn es nicht in schwarz ist, scheißegal. Das lasse ich umlackieren. Wenn ihr was habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt es mal auf Insta. Dann werden wir uns sicher irgendwie einig. Aber ja, Freunde, ich habe auf jeden Fall alles schon durchgeschaut und nichts gefunden, leider. Deshalb bleibt mir leider nur die Option übrig. Weil ja, wie gesagt, eine Zubehör will ich nicht kaufen, wisst ihr das? Ja, keine Ahnung, sehe ich einfach nicht ein. Wenn man die eh reparieren kann. Wäre die jetzt komplett demoliert und ich hätte keine andere Wahl, ja, okay, dann würde ich eine kaufen. Aber so, wenn man die eh reparieren kann, dann repariere ich die lieber, bevor ich den Zubehörstoßstein kaufe. So, wofür? Ja, Freunde, das ist der aktuelle Stand der Dinge. Was kann ich euch noch erzählen? Ölverlust habe ich auch, glaube ich, ein bisschen. Ich habe letztens von unten den Wagen angeschaut. Er hat ein bisschen geschwitzt, so. Das muss ich mir mal anschauen. Weil, hat mich auch ein bisschen gewundert, weil normalerweise der Wagen läuft top und macht nie Probleme. Also ölverbrauchstechnisch auch gar nicht. So null, er war immer komplett trocken von unten. Jetzt habe ich gesehen, er war ein bisschen feucht, habe mich ein bisschen gewundert. Muss ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Also ja, Freunde, ihr seht, aktuell ist wieder ein bisschen Arbeit hier im Haus. Aber ja, Freunde, wenn keine Arbeit wäre, wäre es ja auch langweilig. Und ja, deshalb muss ich mich jetzt um einiges kümmern, um die Front, wie gesagt. Der Sommer kommt, Freunde, Wagen muss stabil aussehen. Und natürlich auch ums Technische, um den Ölverlust muss ich mich auch kümmern. Werde ich wahrscheinlich auch die Woche machen. Und natürlich hier um ein neues Kennzeichenschild muss ich mich auch kümmern. Ja, hat mich schon ein Polizist darauf angesprochen, ja, Kennzeichen ist beschädigt, sie brauchen ein neues. Ja, Bruder, chill doch mal, ich hatte am Montag Unfall, weißt du, was ich meine? So, der wollte mir schon direkt Strafe geben. Ich so, okay, lass mich doch wenigstens, gib mir doch wenigstens eine hohe Zeit. So, also neues Kennzeichen brauche ich, Stoßstange muss ich reparieren lassen, mal schauen, wie ich das mache. Und ja, Ölverlust, darum muss man sich auch kümmern. Ja, Freunde, bockt nicht, ehrlich, kein Bock drauf, auch wenig Zeit dafür, ehrlich gesagt. So,
Die Leute schauen immer so in meinem Film an. So, ja, bockt auf jeden Fall gar nicht. Auch gar keine Zeit aktuell, wirklich. Mies beschäftigt hier, Uni zu tun, zu lernen, arbeiten. Und ja, dann kommt noch sowas dazu, wisst ihr. Aber ja, Freunde, was will man machen? So ist es halt. Und da muss man durch. Und das kriegt man auf jeden Fall auch alles hin. Alles mit der Zeit und mit viel Geduld. Geduld ist das Wichtigste, Freunde, ihr wisst. Egal bei was. Und ja, dann wird das hoffentlich alles wieder passen. Schreibt auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare. Was würdet ihr tun an meiner Stelle? Würdet ihr es genauso tun wie ich? Einfach reparieren lassen? Oder, keine Ahnung, würdet ihr warten, bis ihr eine gescheite findet im Originalzustand derselben Farbe? Was weiß ich, Freunde. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr tun würdet. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt. Ja, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert den Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Hoffentlich mit einem reparierten Auto und mit, ja, gemachten Haaren auf jeden Fall. Bleibt gesund, Leute. Haut's rein. Ciao.